Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Below Zero. So, heute machen wir die Krebsplanung, beziehungsweise nicht nur die Planung, sondern wir fahren den Krebs auch. Lassen wir es montieren? Lassen wir es montiert. So, wir werden den Krebs auch bauen, mitsamt so vielen Erweiterungen wie möglich. So, wir laufen mal rauf und schauen, was wir haben. Wir brauchen als erstes einmal für den Krebs brauchen wir E-Teile. Ja, super. Computerchip. Für einen Computer. Was haben wir denn da dauernd? Ach so, ja. Für einen Computerchip brauchen wir zweimal Tischkoralle, einmal Gold und einmal Kupferdraht. So, Kupferdraht. Tischkoralle. Zweimal. Das ist keine Tischkoralle, das ist eine Tischkoralle. So, und. Das bringen wir dann nach unten. Das brauchen wir hier gar nicht. So. Und einmal Gold. So, das ergibt einen Computerchip. So, den haben wir mal. Yeah. Dann brauchen wir dieses verstärkte Glas. Hier. Glas, Diamant, Blei. Glas, Diamant und Blei. So, Glas, Diamant, Blei. Das bräuchte man eigentlich nochmal. Glas. Ich schaue nur gerade, ob wir es nochmal brauchen. Nö. Blei und Diamant. Yeah. So, sehr schön. Dann haben wir den Blastahlbarren, zwei Lithium und einen Titanbarren. Wir machen nur einen. Ich glaube, ich hoffe, wir brauchen nur einen. Und zwei Lithium. Da haben wir ja eigentlich immer Vorrat. Mehr als von anderen Dingen. So, einmal Blastahl. Yeah. Super. So, Kyanit brauchen wir 1, 2, 3, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, zweimal da, einmal da. Dann brauchen wir ein extra Lithium. Dann brauchen wir zwei Nickel. Warum auch immer zwei Nickel? Zwei Nickel, jawohl. Drei Diamant für das Tiefenmodell. Drei Diamant, Diamant, 1, 2, 3. Jawohl. Dann brauchen wir einmal das hier. Diese Synthetikfasern. Diese Synthetikfasern. Wieso? Müssten die nicht hier? Oder sind die hier? Wickelbeetstück. Oh, wir brauchen zweimal noch dieses Safti. Nein, nein, nein. So. Das hier brauchen wir. Oh, da sind die Synthetikfasern. Okay, da brauchen wir einen Rubin und ein Wickelbildstück. Wir holen uns gleich mal das Wickelbildstück. Moment, bevor wir uns das holen. Also einmal Wickelbild. Das ist doch Polyanilin, ja. Da brauchen wir Salzsäure. Für die Salzsäure drei Höhlenknospen und drei Salz. Okay. Drei, sechs Höhlenknospen und zweimal Salz. Okay. Na? So, einmal Wickelpilz.
So, drei haben wir mal. Entwicklerbildstück. Schon da sind, machen wir gleich die Ernte hier. So, Salz. Hier liegt überall Salz rum. Ansonsten nehmen wir es aus der Destillieranlage. Ja, super, jetzt kriegen wir Lithium. Okay, eigentlich wollte ich Salz. Oh, Quarz. Nein, das lassen wir liegen. Okay, dann nehmen wir es aus der Destillieranlage. Nein, da hinten gibt es noch ein Salz. Wieso läuft das nicht? Au! Vielleicht müssen wir dann die Verbindung nochmal checken. Die wir bei der vorigen Folge zwar eingerichtet haben, aber offenbar verbesserungswürdig ist. Ich dachte mir, wir haben das so schön gemacht. So, stimmt, ich sehe hier auch keine Energielinien. Eieieiei. So. Der Plan war gut. So. Und schon vergessen. So, die Damen brauchen wir ja auch. Mit. Das ist kein Titan. Das ist Titan. So. Rubin war das, glaube ich, noch. So, jetzt können wir diese Synthetikfaser. Ich hätte die echt gern gemacht. So, Synthetikfaser. Dann Salzsäure einmal. Da brauchen wir Gold. So. Was kann man da Schönes machen? Brauchen wir nicht. So, für den Krebs einmal das Tiefenmodul 1. Ja, Hammer. Dann einmal das Frachtmodul. Yeah. So, jetzt binden wir mal ab. Tiefenmodul 1, nein. Tiefenmodul 1. Tiefenmodul 1 weg. Frachtmodul weg. So, dann machen wir gleich das Tiefenmodul 2. Ausgezeichnet. Dann können wir das nämlich auch gleich wegpinnen. Tiefenmodul 2. 2. Wo ist 2? Ja, Krebs. So, fehlt noch das Wärmemodul. Und natürlich der Krebs selbst. So, das packen wir in die E-Teile. Das. Genau. Das können wir mal trinken. Biozeug packen wir rein, die Wickelbildstücke. Brauchen wir später. E-Teile, das. Titan haben wir keines mehr. Super. Ich packe jetzt das Salz auf total riskant da rein. So, Titan hier, Kyanit haben wir ein bisschen. Hier, das ist nicht Kyanit, das ist Kyanit. Es leuchtet blau. So, dann haben wir Lithium. Und das Glas gebe ich mal weg hier. So, wir schnappen uns Gold. Und dann schnappen wir uns. So, dann gehen wir auch runter zum Kühlschrank. Wie viel haben wir denn? 3 Blätter.
So, da müssen wir gar nicht zum Kühlschrank gehen. Wir können das gleich auch umwandeln. So, Salat, Salat, Salat. Einmal, zweimal, dreimal. So, dann werden wir uns um die Energie noch kümmern. So, super. Was macht der Kühlschrank? Gehen einfach hin und schauen nach. So. Da haben wir... So. Damit sie weg sind. Bei bester Gesundheit. Super. So, wir müssen... Eigentlich müssen wir das Wärmekraftwerk finden. Wir gehen nach unten. Hier irgendwo ist der Energiebommel. Ah, es sind so viele von denen. Schade, man sieht ja gar nichts. Jetzt habe ich die Orientierung verloren, genau jetzt. So, zumindest haben uns nichts gefressen und oder gebissen, da ist es ja schon. So, ich würde gerne nicht gesprengt werden. Da war so ein Sprengfisch. Fisch. Da ist er. So, hier läuft's. Gut, wir können da dazwischen noch einen aufstellen, weil es geht. So, nach dem Motto sicherheitshalber. So, das Energienetz stärken. Das geht hier durch den Phasen, das ist ja großartig. So, hier durch den Phasen. Geht das da tatsächlich durch den Phasen? Tatsächlich. Hier, wunderbar. So, dann werde ich hier dazwischen noch einen herstellen. Ach komm. Der leitet auch weiter an den. Wunderbar. So, und hier hört's auf. Doch, hört nicht auf. So, dann stellen wir hier noch dazwischen einen. Das hier ist ein wunderbarer Ort dafür. Hier nämlich. Noch einen stellen. So, sehr schön. So, das Leuchtende hier drin. Da drüben geht's rüber, aber hier. Wir lassen uns einmal sprengen. Der von da oben, der will nicht. Sondern wenn wir den lösen. Und kurz auftauchen auch. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Sag ich doch. Sehr schön, gefällt mir. Und
gleich können wir wieder runter und runter. So, da sehen wir schon. Da sehen wir die Linie. Da geht die Linie weiter durch den Berg durch. Ah, ich weiß ja nicht. Ist das gut? Wahrscheinlich schon. Zumindest geht die Linie durch. Hier, das passt. So, wir könnten hier an der Wand noch einen dran pappen. Will können wir nicht. So, bis rüber. Da hätten wir eine doppelte Leitung. Das gefällt mir. So, und von hier geht es dann wieder rauf. War hier noch einen hier. Wunderbar, der müsste alle einfangen. Wie tut da nicht? Fängt zwei ein. Der glaubt immer, ich sehe ihn nicht. So. Hierher, da finde ich es gut. Der steht auch super hier, aber der nächste fehlt. Der nächste fehlt. Ja, komm. Mhm. Will ich auch einen herpappen, da an die Wand. Ja, komm, gib Ruhe. So, hier. So, wenn er aufgehen, ist dann hier. So, jetzt holen wir uns die Batterie. Okay. Welcome aboard, Captain. Energie? Oh, wir haben keine Energie. Wieso haben wir keine Energiezellen mehr? Okay. So. Wir machen mal den hier. Wunderbar. Von da holen wir uns auch noch zwei, drei Nüsse. Sehr schön. Genau, wir machen einfach eine. Wir räumen das mal weg. Gold. So, wir brauchen eine Energiezelle. Aber die schöne. Wir brauchen. Moment. Wir brauchen zwei Batterien. Oh nein! Oh. Zwei Geißelkörbchen und Kupfer. Haben wir das? 1, 2, 1, 2 und Kupfer. Jetzt haben wir gar keinen Kupfer mehr. Super. So, 1 und 2. Super. Jetzt die Faser. Das ergibt eine Energiezelle. Super. So, dann brauchen wir das Zeug. Das Zeug. Eine wilde Menge Computerchips. Zweimal Kyanid. Dann brauchen wir einmal. Das ist wie einkaufen. Shoppen. So.
Polyanilin war etwas schwieriger. So. Wir brauchen es zweimal. Das heißt, Salzsäure. Binden wir auch mal an. Weil wir haben einmal Salzsäure, einmal diese Faser, einmal Gold. So, ergibt Polyanilin. Wir haben eines von zwei. Das ist gut. Die Energiezelle können wir anpinnen. Oder abpinnen, besser gesagt. Hier. Wunderbar. So, dann brauchen wir noch. Wollen wir das Salz eingeben? Da. Oder war kein Salz über? Gut, diesmal holen wir das Salz aus der Wasserfilteranlage. Wasserfilteranlage. Super. So, dafür brauchen wir jetzt noch dreimal diesen Höhlenpilz. Ich hoffe, den finden wir wieder. Ja, den haben wir ja gerade erst in der vorigen Folge angepflanzt. Oh, sehr schön. So, falls wir den nochmal brauchen. Wunderbar. So, alles haben wir rein. Salz haben wir dabei. Die Schatten dazwischen. So. Wir haben einmal Salzsäure. Schön. So, herrlich. Dann gehen wir rauf und holen uns Jod. Einmal Jod. Das wandeln wir um zu einmal Polyanilin. Wunderbar. So. Jetzt können wir das natürlich weg und weg. Und jetzt theoretisch geht es an die Bohrarme. Was ich auf jeden Fall brauche, ist mal der und der. Später, nein, den eher nicht. Torpedoarm. So. Dann würde ich sagen, wir machen uns hier mal das Wärme. Wir machen uns hier mal. Nein, den machen wir da nicht. Das Wärmemodul geht hier. So, Wärmemodul, sehr schön. Das haben wir auch. Dann packen wir das mal weg zu den E-Teilen. Wobei, das können wir im Inventar behalten, eigentlich die Teile für unseren Lieblings-Crabs. So, wir brauchen 5 Titan, 7 Titan. 7 Titan, super. 1, 2 Lithium. 1, 2 Lithium. So. Dann brauchen wir 4 Diamanten. Haben wir jetzt 4 oder 5? 4. So, und jetzt brauchen wir einen erweiterten Kabelsatz und dieses Benzol. Zweimal Höhlen, Sprossen und ein Geißelkörbchen. Nein. 1 und 2. So, er gibt Benzol. Wir machen uns gleich mal den Bohrer an, damit erledigt ist. Wunderbar. Bohrerarm ist dann. Bohrerarm fertig. Torpedoarm. Schubkanone. Wir brauchen so viele Arme, brauchen wir gar nicht. Torpedoarm könnte man noch einen machen, aber jetzt ernsthaft. Wir klicken den mal weg. Kann man später echt auch machen. So, Wärmereaktor haben wir ja. So, dann können wir den nämlich auch weggeben. Wir markieren die zweimal an, ja, weil für Säure-Torpedo brauchen wir gar nicht so viel. So, wichtig, der obere. Das bedeutet, wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz. Hier, den da. Dazu brauchen wir den Kabelsatz und einen Computerchip. Okay. Kabelsatz geht mit Silber. Ich befürchte, wir brauchen Durchkorallen. Kabelsatz. Yeah. So, haben wir noch Tischkorallen? Nur eine. Ein Stück.
Okay. Bevor wir jetzt tauchen gehen und Tischkorallen suchen. Nein, wir suchen jetzt Tischkorallen. Wir machen das ganz schnell. Wir brauchen ja nicht viele. So, ich glaube diese Richtung. Können wir uns gleich Salz auch mitnehmen. Einfach nur Tischkorallen. So, die müssten wir aber da relativ bald finden. Bald und zügig. So, Tischkorallen. Da ist er. Ja, ja. Hm, Mr. Krabs auch noch. So stark finster hier. So, Tischkorallen. Finden wir die hier schon? Oder muss ich zu den Twisted Bridges? Wahrscheinlich, oder? Finde ich wahrscheinlich eher bei den Twisted Bridges. Wobei, das muss doch hier schon an den Hängen wachsen. Tut's aber nicht. Tut's aber nicht. Wächst wirklich nicht. Sowas auch. Da. Scannen, wenn wir schon da sind. Mach keine Ressourcen und erhol einfach nur. Einfach nur. Okay, ich scanne jetzt mal nichts. Das können wir ja machen, wenn wir mal eine Ressourcenrunde machen. So. Was wir brauchen, sind Tischkorallen. Ewig viele von denen hier. Da vorne wieder. Ah, von denen sind schon so viele abgeerntet, dass man jetzt da noch. Oh. Also ich denke mal, jetzt ist gut. Wir haben einige. Wollen wir noch da was? Liegt da tatsächlich ein PDA? Aber wenn wir uns das schnell noch anhören. Einfach nur gemein von Piotr. In meiner Bewerbung erwähnte ich, dass ich an schwerer Elasmophobie leide. Das ist, raten Sie mal, Angst vor Haien. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich hier die Brachialhaie entdeckte. Es gibt einen Grund, warum sie nicht Kuschelhaie nennen. Wie auch immer, der Forschungsaußenposten ist zur Hälfte fertig. Ich schürfte mir mein Bein an einem abgebrochenen Stück Koralle auf, das Blut zog einem Brachialhai an und ich kam nicht mehr dazu, den Rest aufzubauen. Ich benutzte einen Schwimmkörper, um bis zur Oberfläche zu gelangen. Ich ließ das Konstruktionswerkzeug in der Basis liegen. Wer es bis dort unten schafft, kann es haben. Okay. Das hier hat er gebaut. Piotr baute. So. Dann würde ich mal sagen, wir kehren zurück und bauen den heute fertig. Den Krabsarm und den Krabs. Haben wir jetzt die den haben wir, den erweiterten. Passt, den können wir nämlich auch bauen. Dann können wir. Super. Passt. Ja. Ach, so dunkel geworden. Wie als wäre es Nacht. Ich weiß, die heutige Folge ist wieder etwas länger. Aber es ist auch viel zu tun. Es ist viel zu tun.
sich so von Blau Richtung Lila verfärbt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist das Aerogel. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Hier haben zwei Magnetit. Ich hoffe, wir haben das Magnetit noch. Wir waren ja brav suchen. So. Oh, endlich. So. Oh, schön. Wir brauchen einmal den da. So, super. Wegen Kopfertat. Okay, Gold. Yeah. Und da ist einmal noch Kopfertat. Ich glaube, jetzt ist es das. Alle unsere Vorräte, Kopfer sind aufgebraucht. So, wir brauchen einen Computerchip. Bam. So, wir brauchen zweimal Magnet. Wir können keinen Computerchip mehr bauen, oder? Nö. Es fehlt uns Kupfer. So, Biozeug. Ich pack die da mal rein. So, wir bauen... Nein, hier bauen wir keinen. Wir bauen uns einen Arm. Das haben wir schon. So. Wurfhaken haben wir doch, oder? Haben wir den Wurfhaken? Nö, Bohrerarm. Wurfhaken brauchen wir. So ist es. So. Wurfhaken. Wurfhaken. Ja, sehr schön. Dann können wir den nämlich abpinnen hier. So, und das sind die zwei, die wir noch brauchen. So, wir gehen nach oben. Nach oben ist gut. Ich klicke nach unten, wir gehen nach oben. So. Da ist er. Nein, das wollte ich so nicht. So. Die kommt daher. Dann klettern. Und heute gibt es zum Mittagessen Crabs. So, meine Lieben. Ist das schön. Unser Crabs. So, und damit würde ich auch sagen... Ah, schön, der Crabs ist da. Damit beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.